Was bedeutet es, wenn das Gravitationsfeld eine Masse hat? Irgendwie scheint es so, als ob sich die Katze da in den Schwanz beißt, aber dieser von Burkhard Heim geäußerte Gedanke ist kein anderer, als wenn man zum Beispiel die Feldmasse eines starken Magnetfeldes in der Umgebung eines Neutronensterns berücksichtigt, um den Gravitationsfeldverlauf dort zu bestimmen. Wir werden in diesem Video durch eine ganz einfache Energiebilanz eine ganz erstaunliche Feststellung für den Verlauf des Gravitationsfelds machen. Hallo und herzlich willkommen zu 6 Dimensionen in Farbe. Mein Name ist Hannes Schmidt und ich erkläre euch die Gedankenwelt von Burkhard Heim in verständlicher Sprache und anschaulichen Beispielen. Im vorigen Video habe ich euch eine kleine Vorrede geliefert darüber, wie Burkhard Heim sich dem allgemeinen Phänomen von Materie und Energie genähert hat, nämlich über die Gravitation. Er führte außerdem einen ganz neuen Gedanken ein, nämlich, dass das Gravitationspotential gleichzusetzen ist mit einem Energiegehalt des ansonsten leeren Raumes. Und dieser Energiegehalt entspricht entsprechend der Relation E gleich mc Quadrat einer Masse, also einer Feldmasse. Diese Feldmasse erzeugt aber wiederum ein Gravitationsfeld. Und das muss den Verlauf des Gesamtgravitationsfeldes auf eine noch unbekannte Weise verändern. Für alle, die in den Elementarstrukturen der Materie bis hierher gelesen haben, beziehungsweise im bis Kapitel 1.2, Burkhard Heim führt in diesem Kapitel einige Annahmen durch, die sich bei unserer weiteren Betrachtung eigentlich als überflüssig erweisen. Er hat diese nämlich in späteren Auflagen des Buches nachträglich eingeführt, um einen Rechenfehler, den er dann gemacht hat, den er in der ersten Auflage gemacht hatte, zu rechtfertigen. Ich werde euch in diesem Video einen anderen Rechenweg zeigen, den der Physiker Roger Florian vorgeschlagen hat und der wesentlich einfacher ist. Wir werden außerdem feststellen, dass sich eine entscheidende Aussage von Heim in diesem Rechenweg viel besser veranschaulichen lässt. Stellen wir uns jetzt ein Masseteilchen vor. Das habe die Masse m0 und den Radius r0. Und jetzt stellen wir uns vor, dass wir uns von diesem Masseteilchen beständig wegbewegen. Dann liegt zwischen uns und dem Masseteilchen aber immer mehr Feldmasse, die wir mit μ von r bezeichnen können. Das Gravitationspotential nimmt dabei aber beständig ab. Das kann aber nichts anderes bedeuten, als dass das Gravitationspotential der Feldmasse negativ sein muss. Und das wiederum heißt, die Masse, die wir von unserem Standort R beobachten können, muss sich beständig reduzieren. Die beobachtbare Masse, die wird sich dann berechnen zu mR, was sich aus der Summe von Feldmasse und der ursprünglichen Teilchenmasse ergibt. Was wir jetzt suchen, ist eine Gleichung, mit der wir dieses m von R ausdrücken können. Das erreichen wir über eine Energiebilanz. In diese geht mit Sicherheit schon mal ein die ursprüngliche Masse, also m0 mal c Quadrat. Und von dieser Energie müssen wir abziehen das Energiepotential des Gravitationsfeldes, beziehungsweise dessen negatives Energiepotential addieren. Man kann den Energiegehalt des Gravitationsfeldes ganz analog betrachten zum Energiegehalt eines elektrostatischen Feldes. Und dann kommt man auf das hier. Alpha ist dabei eine Feldkonstante der Gravitation, Gamma ist die Gravitationskonstante und das Großgamma ist die Gravitationsfeldstärke. Manche schreiben auch klein g. Eine kleine Fußnote an der Stelle: Wir betrachten hier nur ein statisches Gravitationsfeld, also keine bewegten Massen. Erklärung dazu folgt im übernächsten Video. Ich zeige jetzt nicht alle Schritte, aber man kann diese Gleichung integrieren und nach m von r auflösen. Und dann erhalten wir dieses Ergebnis. Im Nenner können wir jetzt noch die Konstante Alpha einsetzen. Und dann sieht man etwas sehr Interessantes, wenn man weiß, wo man hingucken muss. Dieser Faktor enthält nämlich den sogenannten Schwarzschildradius. Den Schwarzschildradius, den kennen einige von euch mindestens vom Namen her aus der Theorie der schwarzen Löcher.
Das ist der Radius, ab dem Licht nicht mehr entkommen kann. Also der definiert quasi den Radius des schwarzen Loches. An der Stelle ist das Gravitationspotenzial genau gleich c². Interessant, dass das hier auftaucht, oder? Damit können wir unsere Gleichung folgendermaßen umschreiben. Und dann stellen wir es mal grafisch dar. So sieht der Verlauf aus. Wir sehen, dass es hier eine Polstelle gibt. An der Stelle wird der Nenner offenbar 0. Und das bedeutet jetzt etwas sehr Interessantes. Das bedeutet nämlich, dass es dort eine untere Grenze des Gravitationsfeldes geben muss, unterhalb derer es nicht mehr definiert ist. Nun wollen wir diese untere Grenze berechnen, beziehungsweise diese Polstelle. Wenn wir den Nenner 0 setzen, erhalten wir für das gesuchte R allerdings nur eine solche Beziehung, mit der wir noch nicht viel anfangen können. Nun können wir aber Folgendes überlegen. Wir haben am Anfang vorausgesetzt, dass es Wertepaare von M0 und R0 gibt. Aber was sind diese eigentlich? Wir sehen zwar, dass sich der Verlauf unserer Kurve dem Wert M0, das ist die horizontale gestrichelte Linie, zwar asymptotisch annähert, aber niemals ganz erreicht. Das aber wiederum bedeutet, jede Messung, die wir machen können, also jede Masse, jede reale Masse, die wir bestimmen können, die wird eigentlich immer ein m von r sein. Wir können also die gewissermaßen nackte Teilchenmasse niemals real bestimmen. Wir werden immer eine Kombination aus der nackten Masse und der Feldmasse messen. Das heißt aber, wir können eigentlich in einem beliebigen Abstand messen, in einem beliebigen Abstand r, auch in einem sehr großen Abstand. Und das heißt, wir können eine Grenzwertbetrachtung durchführen für R0 gegen unendlich. Wenn hier im Nenner R0 sehr groß wird, fällt Rs nicht ins Gewicht und wir können den Faktor R0 rauskürzen. Und dann erhalten wir diese Beziehung. Wow, oder? Falls ihr das nicht direkt glaubt mit dem Grenzwert, ihr könnt das gerne numerisch lösen. Es ergeben sich für alle Kombinationen von M und R der gleiche Wert. Burkhardtheim ist auf den gleichen Wert gekommen, bis auf einen Faktor von 4/3, der darin noch auftauchte und der durch seinen Rechenfehler entstand. Jetzt haben wir also eine untere Schranke des Gravitationsfeldes im allerkleinsten gefunden. Und hier wird jede Art von Masse durch das Gravitationsfeld selber strukturiert. Das ist gleichzeitig der Nachweis, dass es keine Punktteilchen geben kann. Es kann keine Punktmassen geben. Und diese Beziehung, die haben Burkhardtheim bzw. dann Roger Florian und auch Klaus Grüner abgeleitet aus dem Newtonschen Gravitationsgesetz und einer Energiebilanz. Einfacher könnte es wirklich nicht sein. Man braucht dazu keinen gekrümmten Raum, man braucht keine Superstrings, man braucht nicht einmal die Quantentheorie. Vielleicht werden da einige von euch sagen, bestimmt hat da jemand geschummelt, aber wer möchte, kann sich den Rechenweg und die Argumentation gerne selber nachvollziehen. Die Bezugsquelle für den Artikel, in dem diese Rechnungen publiziert sind, verlinke ich euch unten. Jetzt haben wir also eine Schranke des Gravitationsfeldes im allerkleinsten gefunden. Und im nächsten Schritt, das heißt im nächsten Video, werden wir uns angucken, was diese kleinste Schranke in Verbindung mit dem allergrößten bedeutet. Bei 6 Dimensionen in Farbe.